Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, ja, wir werden eine weitere Runde spielen hier. Sag mal, 6 Tage, 1 Stunde. Ach ja, doch, das ist aber das letzte Wochenende. Aber wir haben leider noch keinen Wochenendbonus. Ich nehme jetzt auf um 0.02 Uhr am Samstag eigentlich schon. Keine Ahnung, wann hier dieser Wochenendbonus anfängt, aber ich glaube, da müsste ein Pfeil da sein, ne? Ja, da müsste dann ein Pfeil da sein. Blöd. Ja, ich bin hier immer noch am Sammeln. Hab jetzt auch nochmal das ein oder andere im Off gemacht. Jetzt über das neue Handy geht das alles etwas besser. Das alte hatte da jetzt auch ziemliche Probleme mit, als einfach wirklich so krass zugemüllt war. Ich habe mir jetzt ja ganz, ganz fest vorgenommen, das neue Handy nicht mehr so zuzumüllen. Und auch wirklich Bilder, wenn ich sie irgendwo hochgeladen habe, direkt wieder zu löschen. Oder wenn ich sie behalten möchte, dass ich sie dann auf den PC eben kurz rüberschiebe. Ja. Ich bekomme jetzt aber zum Glück auch noch eine Speicherkarte dazu, kostenlos, weil ich da bei so einer Aktion mitgemacht habe von meinem Anbieter. Und da gab es jetzt eben die Ladestation und eine 64 GB Speicherkarte kostenlos dazu. Das ist dann echt mal ganz nett, weil ich muss sagen, ich hatte auf meinem alten Handy, hatte ich 32 GB Speicher. Es hat mir nicht gereicht. Es ist mir schlicht und einfach zu wenig, tatsächlich. Was ist da los? Warum ist da oben... Ach so. Aha. Mhm. Okay, was haben wir denn für Tagesaufgaben? Ernte 8 Soja. Verflixt, ich hätte Soja anbauen müssen. Brasilien 7 Mal, oh Gott. Gut, könnte ich ja dann so oft da durchballern lassen durch die Hindernisse, dass es jedes Mal nur kurz ist. Ein Pferd 3 Mal füttern, 15 Ranges besuchen, 6 Kirschfutter. Haben wir noch 6 Kirschfutter? Da sind die Kirschen. Ja, haben wir noch. So, haben wir das abgeschlossen, bekommen wir dafür schon mal 50 von diesen Tokens. Das ist fein. So, als nächstes das Quiz. Wer war der zweite Besitzer von Black Beauty? Douglas Gordon, Joseph Green, John Manley. So, nächste Frage. Welches war Black Beautys erste Aufgabe, als er nach Earshawl zog? Ich glaube, ach nee, Kutsche ziehen, verdammt. Als Black Beauty an einen Maishändler und Bäcker verkauft wurde, wurde er immer von wem überladen? Vom Kutscher. Nee, vom Vorarbeiter. Verdammt. Sorry. Das hatte ich schon ganz oft richtig. Wer von euch kennt eigentlich wirklich diese ganz alten Black Beauty-Geschichten? Ich persönlich, ich habe da mal reingeschaut, weil ich davon eine DVD geschenkt bekommen hatte. Es ist aber nicht meins. Ich persönlich, ich mag Black Beauty, aber ich mag The New Adventures of Black Beauty. Die mit Vicky Denning. Die Teile finde ich wirklich gut. Die anderen sind tatsächlich nicht ganz so meins. Es ist natürlich für jeden, ja, muss sich jeder im Endeffekt selber überlegen. Aber ja, da gibt es jetzt überall nur noch Erfahrung. Das heißt nur noch, aber da gibt es überall Erfahrungspunkte. Und keine Tokens mehr. Da müssen wir auch mal reingucken. Ich würde heute gerne nochmal Trakehner züchten, beziehungsweise es versuchen. Das ist auch nur noch 1 Tag, 1 Stunde. Also nicht mehr lange. Ach guck, das läuft auch noch genauso lange. Bis die neuen Pferde reinkommen. Was kommt denn dann nochmal rein? Lasst uns gleich mal schauen. Ich möchte jetzt aber erstmal nach Deutschland. Weil da können wir ja auch noch wieder ganz gut Sachen ernten, die Tokens bringen. Und nach England möchte ich auch noch gerne. Ich muss... Quietsch, das war mein Mikro. Ich muss generell mal wieder gucken. Die Kirschen brachten, glaube ich... Die Kirschen brachten gar nicht so viel. Brachten die Weintrauben so viel? 17, ja, die Weintrauben brachten so viel. Verflixt. Ist auch nicht so viel wie die Möhren, aber gut. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich sagen, wonach ich generell... Ach ja, genau, ich muss generell mal wieder gucken, dass ich mal wieder mehr meine Pferde füttere und so weiter und so fort. Dass ich einfach auch mal wieder mehr Erfahrungspunkte bekomme. Weil ich einfach auf 38 einige Sachen freischalte mit, ja, einem neuen Gemüse in England, die Melonen oder eine weitere Box und solche Sachen.
Und dass ich das echt mal langsam angehen muss. So, wir haben einen Rubin und Smaragde. Beziehungsweise zwei Rubine. Deswegen baue ich da gerade immer mit der Spitzhacke ab und nicht mit diesem Presslufthammer. Weil ich gerne mal ein paar Rubine mehr hätte. So. Wie sieht es eigentlich hier aus? Hat hier nochmal einen vierten Level-Up? Oh, tatsächlich. Merrylex und Zafar haben beide ein Level-Up. Das heißt, wir könnten beide eigentlich mal besuchen. Ich habe gerade keinen Plan, welches Level Zafar hat. Zafar ist Level 13 geworden. Okay, gut. Wir können nochmal am Glücksrad drehen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und wir bekommen... Oh, Münzen. 1000 Münzen. Das, was ich am wenigsten gerne hätte. Aber gut, gut. Man kann es sich nicht aussuchen. Sie hat so einen schönen Blick, ne? Und da hinten steht Merrylex. Für Merrylex dürften wir, glaube ich, auch noch blaues Futter haben. Und Merrylex ist Level 11. Okay. Der könnte... Oh, Kirschfutter wäre schön. Wenn du uns so einen Kirschkuchen geben könntest, davon haben wir eben erst was verkauft. Ach, auch Münzen. 2000. Das gibt's doch nicht. Wie blöd. Ja, 7 blaues Futter kannst du bekommen, Kleiner. Dim, 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 dim. Okay. Kann ich die eigentlich auch weiterzüchten irgendwie? Später. Vor allen Dingen habe ich Horsehaven schon mal bewertet. Und irgendwie kriege ich trotzdem wieder jedes Mal hier bewerte, bewerte, bewerte. Hab ich schon. Oh, guck mal, haben wir Honigkekse? Ja, wir haben Honigkekse. Sieht mal aus wie so eine Müsli-Packung. So. Hätte Nash auch mal wieder was bekommen hier. Ach ja, stimmt. Und wir haben jetzt damit auch eine Aufgabe abgeschlossen. Ich sollte ja dreimal füttern. Cookie da, kriegen wir nochmal 50 Tokens. Das ist ja eine nette Sache. Ja, nach England, wie gesagt, wollte ich auch noch. Da wollte ich ja jetzt dann vor allen Dingen auch wieder weiter Trakehner züchten. Eigentlich auch Quatsch, dass ich in England Trakehner züchte. Aber gut, lassen wir mal dahingestellt. Ich mag die Musik. Ich finde die Musik in England irgendwie am schönsten. Die macht die beste Laune. Deswegen habe ich auch die im Outro. Hier bekommen wir nur 6 Tokens. Was ein Beschiss. Ach ja. Unser mystischer Trakehner. Wir haben einige mystische Trakehner. Ich bräuchte aber einen, der schwarze Flecken hat und keine braunen. Und Knight hat leider auch braune Flecken. Dim, 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 dim. Ich wollte ja gerne hier auch mal... Ich habe hier das T4-Zertifikat. 17%. Aber dafür brauche ich halt 2 von den guten mythischen. Und nein! Ah, Manu! Ah... Es wäre sowieso ein Stütchen gewesen. Das hätte eh keinen Sinn gemacht. Weil ich habe ja schon ein Stütchen. Ich bräuchte eine Hengst. Naja, es ist ja bald wieder das reinrassische, jawohl. Das reinrassige Züchter-Event. Dann kann ich das ja auch mal wieder in Angriff nehmen. Ja, hier zum Beispiel könnte ich dann nämlich die nächste Box bauen. Okay. Ja, bei allen anderen... Können wir jetzt gerade auch nichts mehr bekommen, ne? Sind überall nur noch, ja. Ja, blöd. Was haben wir denn jetzt hier aktuell? Huch, ach ja, muss ich ja gedrückt halten. 800 Stück würde ich bei 4000 bekommen. Ja, wollen wir mal die... Wie weit? 3000 Meter. Reiten wir die 3000 Meter mal und damit wir nicht immer mit demselben Pferd reiten, reiten wir die 3000 Meter heute nochmal mit Sony. So. Zack, zack. So, dann wollen wir mal los. Ich werde jetzt nicht diese Ausdauer-Token kaufen für 15 Diamanten, weil für das erste Mal bezahlen wir ja nur 4000 Diamanten.
Und ich glaube, auch wenn wir das zweite Mal bezahlen, sind wir... Oh nein, oh Gott, Glück gehabt. Und ich glaube, auch wenn wir das zweite Mal bezahlen, kommen wir noch nicht an die 15 Edelsteine, an die 15 Diamanten ran. Und ich glaube, mit zweimal Aufwerten, zweimal Ausdauer wieder auffüllen, sollten wir eigentlich die 3000 Meter schaffen. Hoffe ich zumindest. Tatsächlich ist für mich persönlich bei den Rennen ganz klar Ausdauer der wichtigste Wert. Ausdauer, Form, ja, mittlerweile würde ich tatsächlich sogar sagen Springen, weil ich einfach über manche Hindernisse nicht mehr gut drüber komme, wenn ich so einen niedrigen Wert habe bei Sprung. Und dann zum Schluss erst die Geschwindigkeit. Weil wenn man so ultraschnell ist, dann ist es halt einfach irgendwann, dann kommt man zwischen den einzelnen Hindernissen gar nicht mehr auf die Füße und kann gar nicht mehr abspringen, wenn dann mal ein paar Hindernisse enger hintereinander kommen. Deswegen mag ich tatsächlich die englischen Vollblüter wie Sony auch gar nicht mehr so gerne. Ich glaube, die Trakehner haben da sehr interessante Werte. Wie gesagt, das Rocky Mountain hat eben sehr interessante Werte, weshalb ich ja Misty so extrem gerne reite. Und ich hoffe, dass das bald auch mal mit den Trakehnern was wird. So, fortfahren. 1600 Meter haben wir noch. Wow. Tatsächlich werden wir hier zweimal auffrischen müssen. Seht ihr? Und beim Rocky Mountain hätten wir nur einmal gebraucht. Ich habe nach unten gezogen, anscheinend nicht gut genug. Da hätten wir das nur einmal gebraucht. Und von daher ist für mich ganz klar, dass das Rocky Mountain, das mystische Rocky Mountain, besser ist als das legendäre englische Vollblut. Weil wir damit einfach weiterkommen. Obwohl ja sie hier auch nicht so extrem wenig Ausdauer hat, aber einfach nicht genug. Und jetzt habe ich es auch noch versaut. Jetzt haben wir noch 1000 Meter, die wir zurücklegen müssen. Nee, und deswegen reite ich halt einfach wirklich momentan so unheimlich viel mit dem Rocky Mountain, mit unserer Misty, weil sie ist für mich einfach mein bestes Pferd vom persönlichen Empfinden. Oh, da war schon wieder knapp hier. So, ein Herz wäre hier auch nochmal schön. Ja, insgesamt müssen wir 13 zahlen fürs zweite Mal verlängern. Also ihr seht, selbst wenn ich jetzt eben nicht in das Hindernis, wenn ich eben nicht abgestürzt wäre, hätte ich trotzdem es nicht geschafft. Ich hätte so oder so hätte ich nochmal kaufen müssen. So. Ich wurde jetzt auch schon ganz oft gefragt, ob das Black Beauty Event mal wiederkommt. Beziehungsweise was man machen muss, um Merrylegs und Ginger noch zu bekommen. Ob das Black Beauty Event mal wiederkommt, keine Ahnung, weil ich auch gerade nicht weiß, warum das jetzt genau gekommen ist. Weil eigentlich, ich weiß es nicht, war irgendein Jubiläum vielleicht zur Black Beauty? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, dass es vielleicht mal wieder käme. Weil es gibt ja auch Spieler, die erst später anfangen, die ja sonst gar keine Chance mehr auf Black Beauty hätten. Von daher würde ich es mir wirklich wünschen. Ja. Aber ich kann es euch natürlich nicht genau sagen. Und was man machen muss, um Merrylegs und Ginger noch zu bekommen, da müsst ihr verdammt viel investieren von den Tokens her. Beziehungsweise dann die Tokens von Diamanten kaufen. Weil da braucht man Unmengen an Tokens, um das hinzubekommen. Ja, und hier haben wir jetzt eben die nächste Stufe freigeschaltet. Was haben wir hier noch? Da kriegen wir 550, wenn wir hier die 1800 Meter laufen. Das machen wir mal noch. Nee, Stardust. Die Trakehner haben gar keine Ausdauer. Das ist natürlich dann auch Mist. Nee, dann sind die Trakehner für mich auch eher ungeeignet. Was wäre denn dann mal noch interessant für mich? Isländer auch eigentlich eher weniger. Hier, die Achaltikina. Wir nehmen jetzt hier mal Sea Cookie. Wir nehmen jetzt da mal Sea Cookie. Wir müssen hier jetzt 1500 Meter, glaube ich, durchhalten. Habe ich gerade geguckt. Muss ich gleich nochmal eben schauen.
So, ich halte ganz kurz mal an. 1800, okay. Weil die Tokens möchte ich mir erst dann erlaufen, wenn wieder dieses Bonus-Weekend-Dingsbums-Bla aktiv ist. Weil wir dann ja mehr bekommen. Dann bekommen wir ja Boni dazu und vorher wäre es eigentlich unsinnig, das anzugehen. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Ach Gott, was ist das Ewigkeiten her, als ich dieses Rennen hier als erstes Rennen überhaupt geritten bin. Wann kam die erste Folge Horsehaven auf dem Kanal? Ich weiß es nicht. Dim. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Ich reite durch Mexiko durch. Ach verdammt, da kam noch mehr. Meine Lieblingshunderasse kommt ja aus Mexiko. Hi, Chihuahua! Finde sie so süß, aber nicht die Kleingezüchteten. Nicht die Teacup-mäßigen, weil ich finde, die sind viel hübscher, wenn sie in dem ursprünglichen, robusten Stil sind. Was viele nicht wissen, viele sagen immer, oh, Chihuahua ist alles Qualzucht, die sind so mega klein gezüchtet. Ja, es gibt natürlich da auch Qualzuchten, die auf immer noch kleiner und noch mehr Handtasche gezüchtet werden. Aber der ursprüngliche Chihuahua ist tatsächlich relativ robust. Deutlich kräftiger vom Knochenbau her als die man oft sieht. Tatsächlich eine der ältesten Hunderassen. Also tatsächlich ist der so in seiner Art gar nicht in jüngster Zeit klein gezüchtet worden. Den haben nämlich die Azteken schon als Glücksbringer dabei gehabt früher. Und eine hochintelligente Hunderasse, die auch viel beschäftigt werden möchte. Und vor allen Dingen auch körperlich viel mehr drauf hat, als man ihnen zutrauen mag. Es sind gesunde Hunde, die haben vier Beine, warum soll man sie in eine Tasche packen und rumtragen oder auf den Arm nehmen und rumschleppen? Und das ist einfach, viele haben dann immer so dieses Vorurteil, was man ja auch verstehen kann bei dem Bild, was einem heute vermittelt wird, oh, Trethupe. Größenwahnsinnig, das mögen sie sein, ja. Das Problem hat man halt leider oft bei kleinen Hunden, dass sie anfangen rumzuzicken gegenüber anderen Hunden, weil sie wirklich so einen Größenwahn haben. Und der dann auch oft bei der Erziehung nicht unterbunden wird, weil man sagt, hoch, ist das süß. Guck mal, wie knuffig wieder den großen Hund da angeht. Hoch, ist das süß. Und dann bestärkt man den Hund natürlich da drin. Das ist aber jetzt nicht nur auf Chihuahuas gemünzt, es ist generell auf kleine Hunde gemünzt. Deswegen sind oft kleine Hunde so Krawallschachteln. Gar nicht mal unbedingt wegen der Rasse, sondern weil sie so erzogen werden. So. Gut, dann bekommen wir nämlich jetzt hier auch noch Erfahrungspunkte für Sea Cookie. So, aber dann würde ich auch sagen, war's das für heute erstmal wieder mit Horsehaven World Adventures. Wir sehen uns morgen zu einer weiteren Folge wieder. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und damit macht's gut. Tschüss!